Werter Schiller, ich sage Ihnen nur ein Wort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Müllerin. Das dritte ist noch nicht fertig. Es wird den Titel haben Verrat und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mühle übel empfangen wird. Du eilest mit gelassenem Mut zur Mühle und weißt nicht, was ich junges Blut hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin wohl freundlich manchmal nach dir hin. Goethe verfasste den kleinen Gedichtzyklus über die schöne Müllerin 1797, im Jahr seiner dritten Schweizerreise. Ist es möglich, dass es eine Schweizerin war, die er getroffen und die ihn zu dieser Liebesdichtung inspiriert hat? Die Reise ging nach Stäfa am Zürichsee, Meyers Heimat. Goethe wird am 21. September vom bereits angekommenen Meyer mit dem Schiff in Zürich abgeholt. In seiner Begleitung ist auch Goethes Diener und Sekretär, Ludwig Geist, der sich sehr über die Bootsfahrt nach Stäfa freut. Diese Reise zur See war wieder eine der angenehmsten für mich. Besonders begünstigte diese Wasserfahrt ein ausnehmend schöner, heiterer Tag. An beiden Ufern des Sees sieht man die freundlichsten Landgüter der Einwohner von Zürich, wovon immer eins dem anderen den Rang streitig zu machen sucht. Abends, 5 Uhr, kamen wir in Stäfa an. Zu Hause in Weimar aber war Goethes Familie geblieben. Gleich nach seiner Einquartierung im Gasthof Krone schrieb er einen Brief an seine Christiane. Denke, Meino, und mache nicht so viel Äugelchen. Am besten wäre es, du machtest gar keine. Denn es ist auch mir auf der ganzen Reise noch kein einziges vorgekommen. Halte daher alles aufs Beste zurecht. Es soll dagegen auch, da wir einmal im Land des Mousselins sind, an einem hübschen Kleide von dieser Art nicht fehlen. Goethe also hat nur Augen für die daheimgebliebene Liebste. So behauptet er es zumindest. Ist auch die schöne Müllerin aus seinem Gedicht also bloß ein reines Fantasiegespinst? Der Diener Geist jedenfalls hat die schönen jungen Frauen in Stäfa bereits entdeckt und findet bald auch heraus, wo im Dorf gefeiert wird. Ich ging noch ganz spät im Ort herum und fand, dass mehrere Mädchen zusammengingen, um sich einander die Haarzöpfe zu flechten, damit sie jeden Sonntag recht knapp sind. Es ist nämlich in diesem Bezirk der Gebrauch, dass jedes ledige Frauenzimmer sehr zierlich geflochtene Zöpfe trägt. Auch ist es Brauch, dass nach jeder Wümmerte jedes Mal ein großes Gastmahl von dem Eigentümer eines Weinberges gegeben wird. So auch diesen Abend, wo ich denn recht heiter und lustig mit noch einer ansehnlichen Gesellschaft junger Leute zubrachte, indem wir uns teils mit allerlei Spielen, teils auch mit Tanzen vergnügten, so dass wir den anderen Morgen um 2 Uhr erst auseinander gingen. Ob Goethe seinen Diener begleitet hat oder zeitiger zu Bett gegangen ist, wissen wir nicht. Immerhin hat er ja die Tage genutzt, um mit Meyer über Kunst zu diskutieren. Man erzählt sich freilich in Stäfa, dass zumindest eine der schönen jungen Frauen auch Goethes Interesse geweckt haben soll. Noch 100 Jahre später weiß man davon zu berichten. Es hat hier eine originelle Landsmannin gegeben. Donna Magdalena Pfanninger. Ja, die mit dem Goethe in einer freundschaftlichen Beziehung sagen sie gestanden. Die war noch nicht einmal 16 gewesen. Und sie sind zusammen spazieren. Raus aus dem Dorf bis zu der Ebenufe. Von dort hat man eine herrliche Aussicht. Das war am Goethe sein Lieblingsplatz in Stäfa. Also der Magdalena, ihre geistreiche, lustige und frische Art. Natürlich verbunden mit grosser Schönheit. Die hat den Dichter ja schon ziemlich interessiert. Schöne Müllerin, so hat man ihr im Dorf gesagt. Stopp! Halten wir inne.
Was wissen wir denn wirklich über die Stäfnerin, die in jungen Jahren mit dem berühmten Dichter aus Weimar Umgang gepflegt haben soll? Lassen wir sie selbst sich vorstellen. Grüezi miteinander. Mein Name ist Magdalena Pfenninger, geboren 1782. Mein Vater war ein bekannter Mann in Stäfa, der Leutnant und Säckelmeister Hans Rudolf Pfenninger. Meine Mutter Elisabeth, eine geborene Baumann. Der Papa und mein Onkel, der Chirurg Kaspar Pfenninger, waren stark dabei, als man 1795 sich auf dem Land gewehrt hat gegen die Herren aus Zürich. Der Onkel musste fliehen, der Vater viel Geld als Buße zahlen. Doch als uns der Geheimrat Goethe dann im September 1797 besucht hat, war das eine schöne Zeit. Aber Magdalena, es wurde uns erzählt, dass Sie als Müllerin bekannt waren. Manche sollen Sie auch die schöne Müllerin genannt haben. Ja, sind Sie am Ende gar die schöne Müllerin, die aus Goethes Gedichten? Nein, nein, das bin ich bestimmt nicht. Also, Müllerin bin ich wohl und Goethe habe ich auch getroffen, aber lassen Sie es mich erklären. Müllerin bin ich erst, seit ich meinen Jakob geheiratet habe. Sie kennen ihn wohl. Es ist der Kantonsrat Johann Jakob Schultes. Geheiratet haben wir im Februar 1804. Da war der Goethe ja längst wieder weg. Und die Mülli hat der Jakob dann 1812 übernommen von seinen Eltern. Ja, erst seither bin ich die Müllerin. Ob schön? Ja, da müssen Sie andere fragen. Frau Schultes, die Müllerin, hat die Erinnerung an Goethe ihres ganzen Leben aufbewahrt wie ein Schatz. Noch als Greisin hat sie geschwärmt von diesen schönen und lustigen Tagen. Sie ist immer burlimunter geworden, wenn man vom Dichter geredet hat. Und die Beziehung war auch nicht nach seiner Abreise vorbei. Briefli haben sie sich geschrieben. Und manchmal hat Magdalena die Briefli auch an gute Bekannte gezeigt. Briefe? Briefe aus Weimar? Von Goethe? Das ist ja hochinteressant. Die müssten doch noch zu finden sein und uns Aufschluss geben über Goethes Verhältnis zu unserer schönen Müllerin. Nein, nein, die sind nicht mehr da. Die Mutter hat sie verbrannt. Entschuldigung, wer sind denn Sie? Heinrich Pfenninger, mein Name. Büchsenschmied von Beruf. Im Dorf nennt man mich Bieswind. Meine Familie zählt zu den Nachfahren der Magdalena Schultes Pfenninger. Wir hatten die Briefe noch bei uns, aber die Mutter war besorgt, dass sie meine Seele gefährden würden. Darum hat sie alle verbrannt, vor meiner Konfirmation. Das ist nun auch schon ein Weilchen her. 1880, glaub's. Also sowas. Da hat eine besorgte Mutter also die Briefe des berühmten Dichters verbrannt? So zumindest wird's uns berichtet. Und Goethe schweigt zur ganzen Angelegenheit. Gegen Ende seines Aufenthalts in der Gemeinde schreibt er nach Hause an Christiane. Habe jetzt nur noch ein wenig Geduld, denn ich komme bald wieder. Auch mir ist es in der Entfernung von dir nie recht wohl geworden. Für einen genähten Musselin für dich von besonderer Schönheit habe ich gesorgt. Und Halstücher mit allerlei Kanten, damit alle Hausgenossen erfreut werden können. Ich habe mir auch kleine Tücher um den Hals gekauft, fürchte aber, du wirst sie mir wegkrapfeln, denn sie werden auch um den Kopf artig stehen. Alles zusammen ist nach der neuesten Mode. Besonders ist dein Kleid sehr schön. Es ist aber auch nicht wohlfeil. Die schöne Müllerin. Wie soll sie ausgehen, die Geschichte? Sie hieß den raschen Amor säumen und günstig war er uns genug. Sich meiner Liebe zu erfreuen, der Nacht, die nie ein Ende nahm, da drang ein Dutzend Anverwandten herein, ein wahrer Menschenstrom. Da kamen Vettern, guckten Tanten. Es kam ein Bruder und ein Ohm. Das war ein Toben, war ein Wüten. Ein jeder schien ein anderes Tier.
Sie forderten des Mädchens Blüten mit schrecklichem Geschrei von mir. Was trinkt ihr alle wie von Sinnen auf den unschuld'gen Jüngling ein? Denn solche Schätze zu gewinnen, da muss man viel behender sein. In Weimar konnten keine Briefe von einer Magdalena Pfenninger aus Stäfa gefunden werden.